Minuten nach eins. Und dann legen wir quasi pünktlich los, dass sie dann noch alle aus der Mittagspause geschafft haben. Ich sehe schon, die Teilnehmer füllen sich perfekt. Hoffe ich, dass sich alle gut gestärkt haben und nicht ganz im Mittagsloch sozusagen versinken. Ja, exakt. 2 Minütchen noch. Und dann legen wir los. Dann sehen wir noch ein paar, die gerade joinen. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt knapp 2 nach. Wir legen einfach los. Der eine oder andere kann sicherlich noch im Nachgang joinen. Beziehungsweise alles, was ich heute so erzähle und zeige, wird entsprechend auch auf YouTube gehen, beziehungsweise dort dann auch als Recording verfügbar sein. Insofern legen wir einfach mal los. Ja, erstmal herzlich willkommen zum ersten deutschen Webinar von Cockroach Labs. Und darum geht es heute auch um die ersten Schritte mit CockroachDB. Also sprich, A, einfach mal ein grundlegendes Verständnis dafür zu schaffen, was die Datenbank ist, was sie kann, warum Kunden sie einsetzen. Und dann gehen wir im Nachgang auch ein bisschen hands-on daran, wie kann ich jetzt die Datenbank selbst schnell über die Binaries oder Docker-Container oder direkt auf Kubernetes lokal ausrollen. Sprich, die Intention ist da jetzt nicht sofort eine Production-Ready-Umgebung, wobei die sich auch nicht gravierend davon unterscheiden würde an der Stelle, sondern einfach, wenn man sagt, ich möchte mit einem Projekt starten, ich möchte mich mit dem System auseinandersetzen, dass man einfach A, sieht, wie das geht an der Stelle und auch sieht, wie einfach es letzten Endes ist, CockroachDB zu deployen. Genau, da würde ich sagen, starten wir rein. Kurz zu meiner Person. Ich an der Stelle, Patrick Schulz, meines Zeichens Sales Engineer, bin jetzt roundabout 15 Jahre in der IT. Variierende Rollen, war selbst in der Rolle des Endkunden, selbst in der Rolle des Partners, sprich als Sales oder Systems Engineer auf Seiten des Partners und in den letzten Jahren auf Herstellerseiten. Da waren die letzten Firmen beispielsweise Nutanix, also sprich mehr On-Premises, Schrägstrich Hybrid Cloud, Infrastrukturen, zuletzt HashiCorp. Da ging es dann primär natürlich um Secrets Management oder Terraform. Und jetzt eben bei Cockroach Labs, wo es sich eben primär um CockroachDB, die Datenbank, handelt. Genau, so viel zu meiner Person. Wie gesagt, würde mich auch über Fragen freuen oder wenn irgendwas unklar ist. Ich denke, wir werden es nicht schaffen, in aller epischen Breite uns die grundlegenden Dinge anzuschauen. Aber ich gebe mein Bestes, dass wir heute, dass sozusagen jeder mal ein grundlegendes Verständnis hat. Und wenn darüber hinaus noch Fragen sind, wie gesagt, gerne im Chat oder auch im Nachgang. Warum kommen Kunden zu uns, beziehungsweise was sind die Eigenschaften, die die Kunden suchen, wenn man auf der Suche nach einer neuen Datenbank ist? Und da steht Data Consistency an oberster Stelle. Das heißt, wir kommen oft in einem Szenario zum Einsatz, wo wir über in einem Financial-Banking
Gaming, Gambling etc. Umfeld unterwegs sind, wo man sagt, ich möchte auf Consistency an der Stelle nicht verzichten, beziehungsweise kann es gar nicht. Wenn wir zum Beispiel von einem Financial Ledger sprechen, dann ist Consistency eben das oberste Gebot. Dann gibt es da keinen Weg dran vorbei. Und dazu, das ist quasi unser oberstes Gebot, eben das Thema Data Consistency. Und dazu kommen eben weitere Eigenschaften, die dann Kunden suchen. Das ist eben nämlich das einfache Skalieren der Performance. Sprich, wie kann ich ausbrechen aus einem System, wo ich typischerweise von einem Active-Passive-System spreche? Wie kann ich dahin kommen, horizontal deutlich bequemer zu skalieren? Eben Cloud-like nenne ich es jetzt mal. Und damit einhergehend auch, wie kann ich mich schützen in einem System gegen Node Ausfälle gegen Racks, Zones oder vielleicht sogar Cloud Regions. Also sprich, wie möchte ich mir als Unternehmen aufstellen, dass der Data Layer eben möglichst hoch verfügbar ist, weil natürlich meine Kunden auch eine entsprechende Erwartungshaltung an die Verfügbarkeit der Services haben. Und spätestens, wenn man dann überregional denkt, beziehungsweise über Landes- beziehungsweise Europas Grenzen hinaus, wie sieht es dann eben mit dem Thema GDPR Compliance und solchen Themen aus? Wie kann ich sicherstellen, welche Daten wo gespeichert werden? Und auch da haben wir die entsprechenden Lösungen, um kontrollieren zu können, wo die Daten letzten Endes beheimatet sind. Und zu guter Letzt wollen die Kunden natürlich auch Flexibilität dahingehend, dass es egal ist, ob ich in der On-Premises-Welt unterwegs bin, in der hybriden, in der Multicloud-Welt oder das Ganze nur noch als Managed Service konsumiere. Da gibt es eben viele Möglichkeiten, wie ich letzten Endes die Datenbank einsetzen kann. Genau, und dann schauen wir uns mal die drei grundlegenden Säulen an, möchte ich es mal nennen, die CockroachDB ausmachen, was es eigentlich ist und wie es funktioniert. Das Erste, was man mitnehmen sollte nach dem heutigen Webinar, ist die Tatsache, dass CockroachDB eine Distributed SQL-Datenbank ist. Das heißt, wir sprechen immer noch über in Anführungszeichen eine klassische SQL-Datenbank in dem Sinne, dass wir klassische SQL verwenden, sprich, dass wir relational die Daten speichern, dass ich Dinge tun kann wie oder nutzen kann wie Referential Integrity, Normalization, ich kann Joins, Aggregate Views bauen, habe Indexes etc. Also alles, was man eben aus einer SQL-Welt letzten Endes kennt, nur eben mit einem komplett anderen Unterbau, eben einem Distributed SQL-Unterbau. Richtung Applikation sprechen wir an der Stelle natürlich an entsprechend SQL und sind dort Postgres Wire compatible. Das bedeutet, dass ich dort in meinen Anwendungen eben den Standard Postgres Treiber verwenden kann und hier keinen spezifischen CockroachDB Treiber nutzen muss. Was den SQL Dialekt angeht, orientieren wir uns da auch entsprechend an Postgres und dann möglichst hohen Grad an Kompatibilität zu erreichen, weil natürlich viele Projekte, die jetzt noch nicht ganz so alt sind, eben auf Postgres gesetzt haben, was eine Migration und dann auch was die Lernkurve, sage ich jetzt mal, der Entwickler oder DBAs letzten Endes entsprechend flach hält. Man sieht, dass wir unten drei Nodes abgebildet haben. Das heißt, bei einem Distributed SQL-System sprechen wir eben über mindestens drei Knoten. Nach oben hin ist das Ganze ziemlich offen. Also wir haben Kunden, die das natürlich auch im dreistelligen Bereich betreiben, mit entsprechend hohen Performance- und Kapazitätsanforderungen. Aber das soll jetzt mal gar nicht das Ziel für heute sein, sondern auch mal ein bisschen kleiner denken. Der kleine Start mit drei Knoten ist das, was möglich ist. Und damit gehen natürlich schon viele Funktionen einher hinsichtlich Verfügbarkeit. In CockroachDB ist es im Prinzip so, dass wir von einer Multi-Active-Architektur sprechen. Sprich, es gibt jetzt keinen Knoten, der explizit für das Lesen, das Schreiben oder sonstige Dinge zuständig ist, sondern alle haben die gleiche Funktion, die gleiche Rolle, alle sind gleichgeschaltet. Bedeutet, ich kann jeden beliebigen Knoten fragen, kann einen Insert machen, einen Query machen, was immer ich möchte. Und bedeutet auch im Umkehrschluss, dass wir in der Lage sind, eben Reads und Writes horizontal zu skalieren, weil es eben nicht nur einen Knoten gibt, der Daten bearbeiten darf, sondern eben potenziell jeder Knoten darf eben schreibend auch auf die Daten zugreifen. Und dann kommen wir mal zu dem Punkt, dass ich eben in der Lage bin, schnell zu skalieren. Weil wenn wir von einem verteilten System sprechen, was auf mindestens drei Knoten basiert, bedeutet das natürlich, dass ich horizontal skalieren kann. Und wenn ich horizontal skalieren kann, kombiniert mit der Tatsache, dass wir eben lesend wie schreibend skalieren können, kann ich einfach mit jedem weiteren Knoten mehr Performance respektive Kapazität dem System hinzufügen. Ich kann natürlich immer noch
vertikal skalieren. Mehr CPU, mehr Disk ist natürlich auch noch eine Option. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Bereiche, wie wir das System skalieren können, je nachdem, wie ich mich aufstellen möchte und je nachdem, wie ich natürlich, das sehen wir gleich, auch regional unterwegs sein möchte, beziehungsweise wie ich mich gegen gewisse Ausfälle absichern möchte. Aber eben nach der Tatsache, dass im Prinzip eine SQL-Datenbank sind, nur mit einem verteilten Unterbau, ist der nächste wichtige Punkt, den man eben mitnehmen sollte, dass horizontales Skalieren damit sehr, sehr einfach ist, indem ich transparent, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, das heißt, wir reden hier, dass wir das Ganze ohne Downtime durchführen können, eben durch das Hinzufügen von Knoten Leistung steigern können und wir kümmern uns im Hintergrund eben, dass die Daten entsprechend ausbalanciert sind und verteilt sind. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich jetzt von einem Distributed SQL spreche und mehreren Knoten, dann könnte ich die natürlich auch in mehrere Regionen unterbringen. Stichwort, ich will vielleicht die Daten möglichst nah an meine User bringen oder wie gesagt, mich eben auch gegen regionale Outages absichern. Sprich, nicht nur sagen, ich will einen Knotenfehler absichern können oder vielleicht ein Rack oder eine Availability Zone, sondern vielleicht eine ganze Region, dass ich mich auch davon unabhängig machen kann, was bei einem Cloud-Anbieter passiert. Und das Ganze ist dann wiederum auch egal, ob wir dann über eine Cloud-Anbieter sprechen, über ein hybrides Design. Teile der Knoten könnten auch in der On-Premises-Welt leben. Also da sind wir flexibel. Solange die Knoten miteinander kommunizieren können, sind wir in der Lage, da ein verteiltes Cluster aufzubauen. Das heißt, wir sprechen auch immer davon, dass wenn man jetzt so viele Knoten hier letzten Endes sieht, wir immer von einem Cluster sprechen und auch von einer verteilten Datenbank. Das heißt, für die Applikation sieht es immer aus wie eine Datenbank. Die weiß im Prinzip gar nicht, ob jetzt zu Teilen on-premises liegt, zu Teilen bei Azure liegt. Egal, wo ich zugreifen will, kann ich das tun, kann entsprechend lesen und schreiben, auf die Datenbank zugreifen und wir kümmern uns darum, dass die entsprechenden Daten ausgeliefert werden. Das hilft jetzt natürlich auch bei Szenarien, wo es um Migrationen geht, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt beispielsweise Cockroach Stand heute nur in der On-Premises-Welt laufen und möchte in die Cloud gehen oder von Cloud-Anbieter A zu B, kann ich natürlich einfach neue Knoten hinzufügen, unseren Data Layer, die Replikation handeln lassen und so mit minimalster Downtime eben zwischen der On-Prem oder verschiedensten Cloud hin und her migrieren. Genau, und dann habe ich ja schon angesprochen, dass dadurch, dass ich, wir reden wie gesagt immer von einem Cluster, gewisse Knoten so verteilen kann, ob das über Rack-Grenzen oder Availability-Zone-Grenzen oder eben regionale Grenzen hinweg sind, verteilen kann, bin ich dann am Ende des Tages auch da vorgewappnet. Und dann kann es mir als User egal, beziehungsweise als Kunde egal sein, ob eine komplette Cloud-Region oder vielleicht ein komplettes eigenes DC ausfällt. Meine Datenbank, also mein Data Layer, ist immer noch nach wie vor verfügbar. Die User können nach wie vor mit der Applikation auf die Daten zugreifen. Da schaffen wir tatsächlich ein RPO von Zero. Das heißt, weil in so einem Szenario keine Daten verloren gehen, weil wir die Daten entsprechend über die Regionsgrenzen oder Availability Zone Grenzen, je nachdem, auf welches Survivability-Ziel man sich jetzt letzten Endes einigt, die Daten entsprechend darüber replizieren. Das heißt, es gibt immer Kopien dann in den anderen Regionen und somit kommt es zu keinem Datenverlust. Wenn es um die RTO geht, sind wir da irgendwo zwischen 0 und 9 Sekunden. Das hängt jetzt so ein bisschen natürlich davon ab, welche Teile der Daten gerade offline gegangen sind, in Anführungszeichen, und ob gerade jemand einen Query macht, weil wir dann natürlich gewisse Funktionen an die verbleibenden Knoten übertragen müssen. Das dauert maximal 9 Sekunden, im Schnitt 4,5 Sekunden. Aber wie gesagt, ist so ein bisschen, wenn ich natürlich jetzt sage, es macht gerade keiner ein Query gegen die betroffenen Daten, dann merkt auch keiner, dass eine komplette Region abgeraucht ist. Das heißt, da extrem gute RPO und RTO-Werte. Und im verteilten System ist es dann natürlich auch wichtig, Dinge zu supporten wie Rolling Upgrades. Das heißt, dass ich ohne Downtime und ohne Migrationsszenarien, ohne irgendwie Daten dumpen zu müssen, irgendwo restoren zu müssen, eben in place online Upgrades machen kann. Am Ende des Tages ist CockroachDB ein Single Binary geschrieben in Go, was ich jetzt mal plakativ ausgedrückt auf ein Linux-System schmeiße, einen Dienst starte und damit kann man sich vorstellen, dass auch ein entsprechendes Austausch des Binaries, ein Neustart des Dienstes entsprechend einfach vonstatten gehen kann. Und dazu kommen dann eben auch noch Themen wie Online-Schema-Changes, dass ich keine Downtime oder einen komplexen Prozess habe, wenn ich jetzt sage, ich möchte
eine Row, beziehungsweise nicht eine Row, eine Column beispielsweise hinzufügen, dann kann ich das einfach tun. Wir bauen die Daten unter der Haube um und liefern dann die neuen Daten aus, wenn das Schema quasi erfolgreich geändert wurde. Das heißt, auch da brauchst du keine Downtime, um solche Dinge umsetzen zu können. Und wenn man dann eben denkt, dass man eben multiregional unterwegs ist, wie gesagt, das muss man natürlich nicht. Man kann natürlich multiregional auch ein bisschen kleiner denken und sagen, drei DCs oder Rechenzentren innerhalb von Deutschland, damit ich mich auch gegen entsprechende Störungen innerhalb des eigenen Landes absichern kann. Wenn man aber multiregional denkt, über Landesgrenzen hinweg, dann kann man natürlich auch GDPR denken und sagen, okay, jetzt muss ich irgendwie auch steuern können, wo welche Daten gespeichert werden, um einfach sicherzustellen, dass die Datenhaltung entsprechend compliant ist am Ende des Tages. Und da bieten wir entsprechende Mechanismen, um sagen zu können, selbst runter bis auf die Row-Level, also Zeilenebene, können wir eine Entscheidung treffen, ob eine Zeile, wie jetzt hier dargestellt, beispielsweise nur in der Region US East gespeichert wird oder in einer anderen Region. Und so kann ich sicherstellen, selbst wenn ich eine große Tabelle habe, beispielsweise alle meine User mit all deren Anschrift, persönlichen Daten etc., dass eben europäische User nur in Europa gespeichert sind, amerikanisch in Amerika und so weiter. Da aufgrund der Zeit werden wir es heute nicht schaffen, da komplett drauf einzugehen, aber einfach, dass man das mal mitnimmt, ist umsetzbar, ohne letzten Endes viel komplexes Tuning, sondern das haben wir relativ einfach gemacht mit wenigen Befehlen. Ist das umsetzbar? Dann ist natürlich auch oft die Frage, wo kann ich jetzt CockroachDB deployen? Wir haben ja heute uns noch vorgenommen, dann, wenn ich jetzt mal die Theorie rum ist, uns anzuschauen, wie kann ich es als Binary deployen? Wie kann ich es mit nativen Docker deployen? Wie kann ich es mit Kubernetes deployen? Da ist es natürlich naheliegend, dass wir Kubernetes supporten an der Stelle. Grundsätzlich gibt es verschiedene Deployment-Methoden, wie ich die Datenbank letzten Endes auf Kubernetes ausrollen kann. Wir bieten da einen Helm-Chart an, wir bieten einen Operator an und wir bieten die passenden Config-Files, also die Stateful-Sets, nenne ich jetzt mal an. Die werden wir heute benutzen, um es im kleinen Rahmen einfach mal zu testen. Wichtig ist aber, dass man mitnimmt an der Stelle, dass wir sehr wohl und sehr gut in der Lage sind, eben als Datenbank, als Data Layer nativ auf Kubernetes betrieben zu werden und damit eben auch möglichst nah an der Applikation. Und im Idealfall habe ich dann eben nur noch einen, ich nenne es mal Toolchain, einen Stack, um Applikationen als auch Data Layer zu managen und kann mir dann natürlich in dem Kontext, dass wir jetzt über eine Distributed SQL sprechen, die horizontal skalierbar ist, die transparent skalieren kann, die transparent Upgrades machen kann, ich natürlich die Mechanismen von Kubernetes mir zunutze machen kann. Genau. So viel zum Thema, dass man es gehört hat. Wunderbarer Fit, CockroachDB on Kubernetes an der Stelle. Und zu guter Letzt noch einen kurzen Blick auf mögliche Consumption-Modelle. Man kann sich denken, dass ein Self-Hosted natürlich möglich ist, sprich, wenn wir über entsprechende Szenarien sprechen, dass es nur in der On-Premises-Welt einsetzbar ist. So, sorry. Einsetzbar ist, weil wir vielleicht über entsprechende sensitive Daten sprechen, die vorgehalten werden sollen, vielleicht im Banking-Umfeld, im Governance-Umfeld etc. Aber wir sehen einen großen Trend dahingehend, dass Kunden sagen, okay, wir wollen uns gar nicht mehr groß mit dem Betrieb von so einem System oder einer Datenbank auseinandersetzen, sondern wir wollen es primär konsumieren. Und dafür gibt es dann am Ende des Tages CockroachDB Dedicated, was Teil unseres Cloud-Offerings ist, ist im Prinzip ein Database as a Service Offering, wo wir uns wirklich um alles kümmern, das Deployment, die Upgrades, Backups etc., alles, was dazugehört. Und da supporten wir Stand heute AWS und GCP. Das heißt, wenn man beispielsweise in der Cloud unterwegs ist auf einer der beiden Plattformen und möchte CockroachDB einsetzen, dann kann man natürlich sagen, okay, wir müssen das jetzt nicht selbst managen, sondern können das tatsächlich direkt von CockroachDB Labs übernehmen lassen. Die haben entsprechend die Expertise, die SRE-Teams, die sich um nichts anderes kümmern als die Pflege und das Monitoring von so einer Plattform mit dem entsprechenden Support im Background. Dann ist es natürlich eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, okay, den Operational Part kann ich mir sparen. Ich nutze einfach einen Managed Service an der Stelle. Genau, so viel zur Theorie.
Wenn man natürlich jetzt selbst noch ein bisschen einsteigen möchte, ein bisschen tiefer schauen möchte, was jetzt über das heutige Webinar hinausgeht, ob das nochmal die Grundlagen in etwas mehr Detail, ich sag mal, mehr Details ist, rund um Distributed SQL, ob es entwicklerspezifische Kurse sind, wo man sagt, okay, wie kann ich das Ganze jetzt in meinen Code integrieren? Da gibt es dann letzten Endes mehrere Möglichkeiten, nämlich in unserer Cockroach University. Einfach kostenlos, einfach einen Account machen und loslegen, den passenden Kurs raussuchen und dann kann es auch schon losgehen. Also da an der Stelle klare Empfehlung, wenn man nochmal auf die Schnelle was dazu lernen möchte, beziehungsweise da tiefer einsteigen möchte, die Cockroach University unbedingt aus. Genau, und damit switchen wir dann auch mal zum praktischen Teil. Ich schaue mal, ob wir schon Fragen haben. Ich mache mal noch den Chat auf an der Stelle. Eine Sekunde. Genau, da ist nämlich schon eine Frage, die sich um das CAP-Theorem, CAP an der Stelle geschrieben, wo man sagt, dass eine Datenbank typischerweise nur zwei von drei der Eigenschaften letzten Endes haben kann. Das eine ist das Thema Consistency, Availability und Partition Tolerance. Das sind so die drei Punkte, die man sich vorstellen kann. Und eine Cockroach bewegt sich da im CP-Bereich. Wobei man sagen muss, gerade, ich müsste das Zitat mal raussuchen, dass ein Kunde gesagt hat, wir sind das eins der wenigen Systeme, die in der Lage sind, dieses CAP-Theorem bis an seine Grenzen sozusagen zu treiben, wo man sagt, ja, gebrochen ist es natürlich nicht, aber man kommt sehr nah dran, weil selbst als CP-Datenbank kann man das Thema Availability noch enorm tunen und extrem hohe Werte damit letzten Endes erreichen. Aber grundsätzlich gilt, wir orientieren uns da oder fühlen uns im CP-Umfeld heimisch. Dann noch die Frage, kann CockroachDB in der Lehre frei eingesetzt werden? Grundsätzlich, das hatte ich jetzt beim Consumption Slide nicht mit drauf, gibt es natürlich CockroachDB Core. Das ist unsere Open Source Version. Das heißt, wenn man damit ausprobieren will, sich eine Spielumgebung bauen will, einfach das System lernen will, kann man das natürlich über die Core-Variante, also die Open Source-Variante tun. Genau. So weit, so gut. Ich sehe noch eine Frage. Eine spezifische Frage zu Kubernetes, die könnte ich jetzt ad hoc aus dem Stegreif nicht beantworten, aber ich würde sie mir aufschreiben und dann gucken, dass ich im Nachgang, da müssten ja die E-Mail-Adresse haben, gehe ich stark davon aus, da gehe ich im Nachgang drauf ein. Dann mache ich mal fix nicht ein Stop-Share, sondern schließe mal die Präsentation, dann switchen wir mal zum praktischen Teil über. Also was wir sehen nichts an der Stelle. Das heißt, hier gibt es noch kein lauffähiges CockroachDB-Cluster auf meinem System. Und das wollen wir doch jetzt mal ändern. Das heißt, ich habe hier natürlich wie in einer guten Kochsendung mal was vorbereitet. Und zwar starten wir mit einem Deployment auf Basis des Binaries. Ich hoffe jetzt, man sieht es, weil irgendwie mein Zoom hier nicht verschwinden möchte. Vielleicht kann man jemand im Chat schreiben, ob irgendwie der Zoom-Balken oben im Weg ist an der Stelle und vielleicht irgendwas überdeckt. Ansonsten fange ich mal an. Man sieht es jetzt, ich habe mir das ein bisschen vorbereitet, eben so ein Copy and Paste, dass man mir nicht eben stundenlang zugucken muss, wie ich Befehle eintippe. Im Prinzip, ich spare mir jetzt mal das Download des Binaries. Wir sehen, ich habe das Binary auf meinem lokalen System, Version 21.2.5. Und das möchten wir jetzt quasi in ein lauffähiges Drei-Knoten- Cluster sozusagen, Cluster in Anführungszeichen, weil jetzt alles auf meiner lokalen Maschine läuft. Aber im Prinzip lässt sich das sehr einfach übertragen, indem man typischerweise dann einfach drei Maschinen deployen würde und es eben auf den drei verschiedenen Maschinen machen würde. Ah, perfekt. Dann hat mich jetzt mal gesagt, nur der Browser ist sichtbar. Eine Sekunde. Dann korrigiere ich das mal fix. So, jetzt aber. Ich werfe nochmal einen Blick in den Chat. Jetzt müsste es funktionieren. Ja, besser. Perfekt. Danke fürs Feedback. Genau. Man sieht hier oben rechts, Cockroach Version habe ich eingetippt auf meiner CLI. Man sieht die Version 21.2.5. Und genau, wie gesagt, das verwandeln wir jetzt mal in ein lauffähiges Cluster.
Man sieht, ich habe mir hier die Befehle für die drei Knoten vorbereitet. Im Prinzip relativ einfach, Cockroach Start. Und dann folgen eben beliebig viele Parameter, je nachdem, was ich dem System letzten Endes alles mitgeben kann. Für die Demo heute nutzen wir den Insecure Mode. Bedeutet, es braucht keine Zertifikate. Es ist ohne Authentifizierung möglich, auf das System zuzugreifen. Das ist natürlich kein Best Practice für irgendeine ansatzweise Development- oder Production-Umgebung, sondern wirklich nur zu Spielzwecken. Hat einfach den Vorteil, dass ich jetzt nicht jede Menge Zertifikate generieren muss. Macht das Leben ein bisschen einfacher zu Demo-Zwecken. Dann geben wir an, wo der Knoten bzw. der Dienst letzten Endes die Daten speichert. Da legt jetzt im Prinzip hier lokal gleich einen Node-1-Ordner an, mit welcher Adresse das Listening stattfindet. Und man sieht jetzt schon, dass ich das ja dreimal auf dem gleichen System mache, dass ich eben den Port immer um eins erhöhe letzten Endes. Und man sieht auch die HTTP-Adresse, also sprich, wie erreiche ich die UI auf dem System. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich der Join-Befehl, einfach, dass ich dem Knoten oder dem Prozess mitgebe, wo findet er denn die anderen Knoten, wenn ich das Cluster initialisiere und die sich miteinander verbinden sollen. Minus, minus Background am Ende, man kann sich vorstellen, eben, dass der Prozess im Hintergrund ausgeführt ist, dass ich jetzt alles in einer CLI durchführen kann. Genau, ansonsten hätte ich natürlich drei vielleicht Tabs offen und damit könnte ich es auch machen. Dann führen wir das jetzt mal fix aus. Kopieren wir den ersten. Kopieren wir den zweiten. Und den dritten. Das war's. Jetzt haben wir die drei Prozesse hoffentlich laufen. Dann machen wir noch ein sogenanntes Cockroach Init. Das heißt, jetzt wird das Cluster initialisiert, die joinen sich untereinander und formen sozusagen jetzt das Cluster. Und auch da wieder, dann immer mit dem minus minus insecure arbeiten. Wenn das Cluster nämlich so enabled bzw. die Knoten so gestartet sind, muss ich dann noch alle weiteren Befehle mit entsprechenden minus minus insecure ausführen an der Stelle. Das hat geklappt. Jetzt gucken wir noch kurz in die Logs. Da müsste dann auch entsprechend das Gleiche zu sehen sein. Gucken wir mal auf Node 1 in die Logs und sehen auch da Cluster initialized. So, wenn ich jetzt nochmal den Browser öffne und hier refreshe, sehen wir, lädt jetzt plötzlich die Konsole. Geben wir mal ein paar Sekündchen zum Laden. Manchmal zickt der Browser auch ein bisschen, wenn man zu oft Cluster aufbaut, abreißt. Aber da sind wir schon. Das heißt, man sieht jetzt hier schon die drei Nodes, Localhost mit den verschiedenen Ports. Gerade mal eine Minute Uptime. Wir sehen auf dem Startscreen jetzt erstmal, was ist die Capacity Usage, Memory Usage, wie CPUs, wie viel haben wir da, welche Version läuft hier. Das heißt, hier kriege ich erstmal einen Überblick über das System. Und jetzt hoffe ich, dass mir mein MacBook da keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich sehe nämlich, dass gerade schon einer von zwei Prozessen nicht mehr da ist. Ich befürchte, dass der Mac so ein bisschen Memory-Probleme gerade hat. Soll uns jetzt aber mal nicht aufhalten, weil wir machen das Ganze noch zweimal, einmal mit Kubernetes und einmal mit Docker. Einfach nur, dass man es schon mal gesehen hat. Wenn man sich entscheidet, dass ich das System jetzt aufbaue auf Basis von einer Linux-Maschine, egal wo die läuft, ob die physisch läuft, ob die auf VMware, OpenStack, in der Cloud, wo auch immer die laufen mag, ist das im Prinzip der Prozess, das zu tun. Für ein produktionsnahes Deployment gibt es natürlich noch ein paar weitere Punkte, die da wichtig wären, wie zum Beispiel, ich möchte natürlich Zertifikate mit angeben, dass die Knoten untereinander entsprechend verschlüsselt kommunizieren, dass die Clients verschlüsselt mit der Datenbank kommunizieren, dass vielleicht mein Backend-Storage verschlüsselt ist, sprich, dass ich den Encryption-Key mit angebe. Das heißt, da gibt es noch ein paar zusätzliche Parameter, wie ich den Startprozess ja letzten Endes weiter tunen kann, Richtung Production gedacht. Ich kann natürlich auch Parameter wie viel Memory von dem System, soll es sich für SQL-Operationen und temporäre Daten vorhalten. Alles kann ich tun und zeigt aber, wie einfach es ist. Im Prinzip kann ich all das in ein System-D-File packen, den Startparameter, und damit habe ich im Prinzip einen Cockroach-DB-Knoten geschaffen. Jetzt kann ich natürlich noch Storage hinzufügen. Ich kann entweder sagen, ich arbeite mit lokalem Storage,
bedeutet, dass man wirklich sagt, ich habe gar kein Shared Storage, sondern einfach lokale SSDs beispielsweise in einem System oder in einem Cloud-Kontext, dass ich natürlich sage, ich füge ein Volume hinzu, Persistent Volume, wo ich dann den Storage, den wir jetzt gerade mit Node 1, Node 2, Node 3 gesehen haben, dass ich dort entsprechend auf ein entsprechend performantes Volume packe oder provisioniere mir in der Cloud beispielsweise einen Knoten mit entsprechend lokaler SSD. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, zeigt aber, wie schnell das gehen kann. Und im nächsten Beispiel, wo wir uns das Ganze mit Docker anschauen, da lassen wir auch mal ein bisschen einen kleinen Workload laufen, dass man einfach sieht. Und dann machen wir noch eine kleine Rundtour durch die UI letzten Endes. Normalerweise, wenn der eine Prozess jetzt nicht abgeschmiert wäre wir können den ja nochmal starten. So ist nochmal fix. Das war die 3, die nicht mehr da ist. Vielleicht berappelt er sich ja nochmal. Weil was wir normalerweise sehen, und das sehen wir dann auch gleich im Docker-Beispiel, haben wir jetzt natürlich under-replicated ranges. Ranges ist die Einheit, wie wir Daten zwischen den Knoten replizieren für die Fehlertoleranz. Und wenn ich natürlich nur 2 von 3 Knoten habe und habe einen Default-Replication-Faktor von 3, dann habe ich natürlich kein weiteres Ziel, wo ich die Daten hin replizieren kann. Dann muss das System natürlich warten, bis der dritte Knoten wieder online kommt. Habe ich ein größeres System jetzt mit 5 Knoten beispielsweise, hätte die verbleibenden Knoten eben diesen Ausfall auffangen können und das System wäre in der Lage gewesen, die ausgefallenen Ranges eben auf die anderen Knoten zu replizieren, weil ich mehr Knoten habe, als ich Kopien haben muss oder soll, beispielsweise im Cluster. Und jetzt sehen wir auch, der Prozess hat sich recovered und das System fängt automatisch an, die Ranges zu replizieren. Am Anfang sind es natürlich alle System Ranges von Systemtabellen und den Standard-Datenbanken, die das System mitbringt. Zeigt aber auch die Self-Healing-Capabilities eigentlich wunderbar in dem Beispiel. Heißt, wenn ein Knoten ausfällt, wieder online kommt oder wie gesagt, wenn ich ein größeres Cluster habe, dass wir automatisch eine Re-Replizierung oder ein Up-Replication von ausgefallenen Daten automatisch starten und letzten Endes damit eben auch ein Self-Healing des Systems möglich machen. Soweit, so gut. Dann, auch wenn er jetzt hier noch fleißig am Replizieren ist, ist so gut wie fertig. Dann gehen wir mal rüber und schmeißen die Binaries mal fix weg, damit wir zum Docker-Beispiel wechseln können. Derzeit habe ich mal kurz einen Blick auf den Chat. LXC ist kein Problem. Jetzt stehe ich vielleicht auf dem Schlauch LXC. Vielleicht da gerade nochmal einen Satz dazu sagen, was damit gemeint ist. Vielleicht hilft es. Genau, jetzt gucken wir mal. Normalerweise schmeißt ihr mir selten alle Prozesse weg. Genau, jetzt haben wir noch einen. Schmeißen wir den noch fix von Hand weg. Dann schauen wir uns mal an, wie das mit Docker funktioniert. Jetzt dürften wir keine mehr haben. Genau. Und dann schmeiße ich auch noch die Directories weg, also quasi die Storage-Ordner, die der Prozess jetzt angelegt hat. Man sieht es jetzt auch hier auf der linken Seite, dass eben in dem Working Directory 01, 02, 03 angelegt wurde. Könnt ihr mal kurz reinschauen. Da sieht man eben alles, was für den Prozess relevant ist, von den Logs beispielsweise. Aber das schmeißen wir jetzt erstmal weg. Brauchen wir nicht mehr. Und switchen zum Docker-Beispiel. Und räumen wir auch hier einmal kurz auf. Und wir sehen, die UI ist wieder verschwunden. Und jetzt bauen wir das Docker-basierte Cluster und dann müssen wir auch gleich wieder ein neues Cluster sehen und auch wieder eine UI sehen. Switchen wir zurück. Docker-Beispiel. Zuerst lege ich mal fix ein Netzwerk an für die Knoten. Dann lege ich 3 Volumes an. Jeweils eins für den jeweiligen Knoten, Roach 1, Roach 2, Roach 3. Und dann ist es im Prinzip jetzt doch sehr ähnlich. Im Prinzip sage ich Docker Run und dann kommen eben die Docker-spezifischen Parameter. Wir geben den Namen mit rein, wir geben den Hostname mit rein, welches Netzwerk verwendet werden soll für den Container, wie das Port-Mapping aussieht. In dem Fall brauchen wir beide, wie vorhin gesehen. Wir geben wieder an, wo die Daten gespeichert werden sollen. In dem Fall natürlich jetzt die entsprechenden Volumes, Roach 1, Roach 2, Roach 3. Und da entsprechend drin die Data Directories, welche,
Version verwendet werden soll. Und auch hier wieder, wie gesagt, mit Insecure, damit wir jetzt keine Zertifikate brauchen. Und der Join-Befehl, das funktioniert dann natürlich jetzt über DNS an der Stelle, damit sich die Container untereinander finden. Oder die finden Sie ja quasi von Haus aus darüber. Dann machen wir das doch jetzt mal fix. Jetzt haben wir die Container laufen. Können wir kurz anschauen. Genau, da haben wir so. Und was wir jetzt natürlich noch tun müssen, analog zu dem Beispiel der Binaries, wir müssen ein Init durchführen. Das machen wir jetzt einfach, indem wir in Docker-Exec quasi interaktiv in Roach 1 reingehen und dort einfach den Cockroach-Init-Befehl wieder mit dem minus minus insecure ausführen. Perfekt, hat funktioniert. Auch da kann man nochmal fix die Gegenprobe machen. Kurz in den Log schauen. Sieht gut aus. Und dann, wenn jetzt alles funktioniert hat, können wir einfach nochmal in den Browser switchen und einen Refresh machen. Und wir sehen, dass er die Konsole wieder lädt. Und sehen jetzt hier eben statt Localhost eben Roach 1, Roach 2 und Roach 3. Selber Startscreen, sage ich jetzt mal. Wir sehen, dass er hier schon dabei ist, die underreplicated ranges automatisch auf Null zu bringen, dass das System entsprechend im guten, healthy Zustand ist. Und dann, wenn es erfolgt ist, genau, können wir jetzt mal noch einen kleinen Workload starten und eine kleine Rundtour sozusagen durch die UI machen, während es läuft. Was ganz praktisch ist, dass wir an der Stelle, wenn ich mal auf das Workload switche, ein paar Sachen built-in dabei haben. Das heißt, wir haben beispielsweise Mover. Das ist unsere, ich nenne es mal, eine Dummy-Applikation, die so eine Art Scooter-Verleih simuliert, wo man sieht, welche Fahrzeuge gibt es, welche sind gerade in Use und so weiter. Einfach einen möglichst realitätsnahen Workload letzten Endes laufen lassen kann, dass man ein bisschen was sieht, was passiert in der UI. Wir connecten uns einmal kurz per Cockroach SQL gegen das Cluster, wie gesagt, minus minus insecure. Darum brauche ich jetzt keine Authentifizierung. Normalerweise müsste ich mich mindestens mit einem Zertifikat authentifizieren oder Username Passwort in einem gesicherten Cluster an der Stelle. Und jetzt sehen wir, jetzt sind wir hier im System, in der SQL Shell. Und dann gucken wir uns mal fix die Default-Datenbanken an, die angelegt werden vom System. DefaultDB, es gibt eine Postgres und eine System, die standardmäßig angelegt werden. Und genau, einfach nur, dass man gesehen hat, wir können jetzt auch interaktiv einfach unsere SQL-Queries und Konfigurationen hier letzten Endes vornehmen, wie man es eben gewohnt ist von der SQL-Datenbank. Aber wir wollen jetzt erstmal Folgendes tun, nämlich Cockroach Workload Init Mover. Wie der Name schon sagt, ich initialisiere den Workload Mover, das heißt, er legt die Datenbank an, füllt die Tabellen etc. pp. Dauert nur einen kleinen Augenblick. Und dann können wir sagen, wir lassen es mal 5 Minuten laufen und gucken uns derzeit ein bisschen in der UI um. Man sieht hier Cockroach Workload Run Mover und dann eben noch eine Duration dazu. Und dann sollten wir jetzt ein paar schöne Graphen in der UI sehen. Genau, ich switch mal rüber, wieder in die UI. Wir sehen, jetzt kommen auch mehr Ranges dazu. Das heißt, die neuen Daten von der neuen Datenbank, der neuen Tabelle haben natürlich entsprechend neue Ranges zur Konsequenz, die dann auch wieder entsprechend repliziert werden. Das heißt, wir haben in Summe 65 Ranges im System. Das betrifft jetzt natürlich System-Ranges, also auch die Ranges der eigentlichen Datenbanken und Tabellen. Und wir sehen, dass die entsprechend auf allen Knoten verteilt sind. Das heißt, dass jetzt jederzeit in einem System, wo ich 3 Knoten habe, und ein Replication-Faktor von 3 jederzeit ein Knoten ausfallen kann, ohne dass ich irgendwie mir um die Daten oder die Verfügbarkeit des Systems Gedanken machen muss. Während der Work jetzt läuft, können wir mal schauen. Es gibt natürlich eine Metrics-Seite, wo ich jede Menge Informationen zu dem System bekomme. Das ist gegliedert in A. Ich kann es mir einmal clusterweit anschauen oder kann es mir eben auf den einzelnen Knoten anschauen und ist natürlich dann nicht nur zeitlich untergliedert. Sprich, wir bleiben jetzt natürlich mal beim Neuesten. Wir haben jetzt noch keine historischen Daten an der Stelle, sondern wir können mal ein bisschen umschauen. Beispielsweise jetzt hier Overview. Wir sehen beispielsweise, wie viele SQL-Queries
gerade durchgeführt werden, was davon Selects, was davon Inserts beispielsweise oder Updates sind. Das ist jetzt natürlich dem Mover-Workload geschuldet. Den kenne ich jetzt natürlich auch nicht in- und auswendig, was der jetzt alles tut. Und genau, hier kann ich mir letzten Endes anschauen, wie es das System geht, wie viele Replikas gibt es pro Knoten. Man sieht jetzt hier beispielsweise, dass es natürlich erstmal die System Ranges zu Beginn gab, die wir gesehen haben nach dem Starten. Dann wurde die neue Datenbank angelegt und mit Daten gefüllt. Dazu kamen dann natürlich neue Ranges und die sind jetzt wieder gleichermaßen verteilt über die Knoten. Und so kann ich mir dann eben im täglichen Doing anschauen, was für mich vielleicht gerade relevant ist. Ob das Hardware-Auslastung im letzten Endes ist beispielsweise, wo man dann sagen kann, okay, wie geht es der CPU, Memory, Disk und so weiter. Wie geht es der Replication? Also sprich, ist da alles im grünen Bereich? Sind die Ranges alle repliziert? Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Details an, wie Leaseholder per Store und so weiter, weil ich denke, das wird heute ein bisschen zu weit führen an der Stelle. Soll aber zeigen, dass wir hier schon entsprechend viele Metriken mit drin haben. Und all diese Informationen werden auch extern bzw. über die Prometheus API nach draußen gegeben. Das heißt, ich kann mir die dort abholen, kann mir die entsprechend in meinen Monitoring integrieren oder in meinen Datadog beispielsweise reinholen. Das heißt, dass wir all diese Informationen auch extern nutzen können über die Prometheus API, die wir da zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt mal auf Databases switch, wer hätte es gedacht? Es gibt jetzt eine Datenbank namens Mover. Dort sehen wir die ganzen Tabellen, die der Workload jetzt gerade angelegt hat. Ich kann hier nochmal kurz aufmachen. Man sieht, da läuft noch. Da sieht man jetzt grob, wenn man schnell ist, eben was er so tut. Start Write, Update Write und so weiter. Einfach, als würden User jetzt tatsächlich über eine App einen Scooter buchen, zurückgeben und so weiter. Wir sehen die anderen Datenbanken. Ich kann jetzt auch mal so beispielsweise auf so eine Tabelle gehen. Nehmen wir mal Users zum Beispiel. Dann sehe ich natürlich das Create Statement, also sprich, wie wurde die Tabelle angelegt, beispielsweise die Zone-Konfiguration und natürlich die Grants, also sprich, wer hat beispielsweise Berechtigung auf die Tabelle. In meinem System jetzt natürlich Admin respektive Root haben natürlich Zugriff, es gibt keine zusätzlichen User, aber hier würde ich dann sehen, welche User welche Berechtigung letzten Endes beispielsweise auf der Tabelle haben. Kann man natürlich die Sessions angucken, sprich, wir haben natürlich einmal den Workload, der da beispielsweise läuft. Und was jetzt wahrscheinlich interessanter ist für die, die aus dem klassischen SQL-Umfeld kommen, die sich damit beschäftigen, SQL-Code zu generieren, zu optimieren, die Applikationsintegration und so weiter machen, die interessieren sich natürlich typischerweise mehr für sowas wie ein Transaction- und Statements-View, dass man versieht, welche Transaction gibt es da, wie lange laufen die, wie oft wurden die ausgeführt, wie viele Rows hat das betroffen, gibt es vielleicht da auch Optimierungspotenzial am Ende des Tages, kann ich meine, Entschuldigung, Queries optimieren, um noch mehr Performance rauszuholen. Die Information kann ich mir dann hier auch aus der UI ziehen für die Transactions als auch die einzelnen Statements, wo ich dann eben sehe, was war es für ein Transaction-Type, war das eine implizite Transaction, gab es Retries, wie ist der Execution-Count, also wie oft wurde das jetzt ausgeführt, wie gesagt, wie war die Latenz, wie viele Rows hat das betroffen, das kann ich mir hier, wie gesagt, dann anschauen, wenn ich eben das Gefühl habe, ich möchte meine Queries noch ein bisschen optimieren. Was ein super praktischer View ist, ist der Network Latency View. In dem Fall, es läuft natürlich jetzt alles lokal auf Docker auf einer Maschine. Weil man jetzt aber darüber nachdenkt, dass ich die normalerweise über mehrere Availability Zones verteile, vielleicht in der multiregionalen, dann über drei Regions mit mehreren Availability Zones, dann kann man sich vorstellen, wird das Screen hier entsprechend groß und will vielleicht auch einen Blick darauf haben, wie ist denn aktuell die Network Latency zwischen den Knoten. Und hier letzten Endes bauen wir dann eine entsprechende tabellarische Ansicht auf, um darstellen zu können, wie die Interknoten-Latency tatsächlich ist, eben über Regionsgrenzen hinweg, dass man da einfach ein Monitoring mit dabei hat, um zu sehen, ob das Netzwerk vielleicht gerade ein Problemfall ist. Wir sehen die Jobs an der Stelle, ob das dann Alter-Table-Statements sind oder Backups. Wir können hier mal bei den Types reinschauen. Backups, Restores, Imports, Schema-Changes, Change-Feeds. Also sprich, wir haben auch eine Integration über Change Data Capture in Kafka respektive Confluent oder ich glaube S3 supported, also auch Webhooks, dass man eben sagen kann, okay, ich enable einen Change Feed auf eine Tabelle und möchte damit auch Daten und Trigger downstream in andere Systeme hinsichtlich beispielsweise OLAP
Das hatte ich vielleicht anfangs nicht ganz so erwähnt. Wir als SQL-Datenbanken sind mehr optimiert für den OLTP-Workload, also sprich viele performante Transaktionen, weniger für den analytischen Teil. Das heißt, damit kann ich meine Daten auch downstream über eine Integration, über ein Messaging-System auch in andere Systeme bringen. Genau. Und dann, was definitiv den Rahmen für heute sprengt, es gibt noch jede Menge Debugging-Charts und weitere Sachen, die aber typischerweise meistens eher den Support oder unser Customer Success Team betreffen, die dann wirklich beim Go Live, bei Optimierung etc. unterstützen. Das soll für uns jetzt heute erstmal zweitrangig sein. Genau, gucken wir mal, der Workload ist auch fertig gelaufen. Gutes Timing an der Stelle. Das heißt, ich würde das Cluster jetzt wieder abreißen und dann deployen wir es nochmal fix auf Kubernetes. Wir schmeißen im Prinzip einfach ganz ordinär die Container weg. Schmeißt die Volumes weg, ohne Rücksicht auf Verluste. Und auch das Netzwerk und damit alles wieder verschwunden. Dann ist auch unsere UI natürlich wieder verschwunden. Und jetzt switchen wir mal noch für die letzten paar Minuten Richtung Kubernetes. Wie gesagt, gibt auch noch den Operator an der Stelle. Ich würde mal sagen, das ist so für ein Production und richtige Umgebung, tatsächlich die bevorzugte Variante mittlerweile, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch noch das Helm-Chart. Oder wenn man sagen will, okay, ich möchte jetzt ein wirklich komplexes Szenario aufbauen, basierend auf einem Cockroach-Cluster, verteilt über mehrere verschiedene Kubernetes-Cluster, verteilt über mehrere Regionen, damit ich sagen kann, ich habe in verschiedenen Regionen meine Applications deployed. Die sprechen jeweils mit der lokalen Cockroach-DB, mit den lokalen Instanzen auf dem gleichen Cluster, sind aber im Prinzip ein verteilte SQL-Datenbank. Das heißt, alle vielleicht Stateless-Applikationen, die nur auf das Backend sich verlassen, sehen, haben den gleichen View, sind in der Lage, lesen und schreiben, auf das System zuzugreifen. Und solche mehr, ich sag mal, komplexeren Szenarien lassen sich dann beispielsweise über Config-Files auch abbilden. Jetzt gucke ich mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob mein Minikube noch läuft zum anderen Schande. Ich wollte ihn eigentlich starten, schauen wir mal, ob er läuft. Ansonsten dauert aber nicht ganz so lange. Man sieht auch an der Stelle hier, das war jetzt ein Vanilla-Standard-Docker-Desktop-Client an der Stelle. Und genauso ist es jetzt ein Vanilla-blankes Minikube-System, was ich für das Kubernetes an der Stelle verwende. Insofern alles kein Hexenwerk, das mit den passenden Config-Files nachzumachen. Wir gucken auch, dass wir die im Nachgang, die Links zu den Beispielen entsprechend mit zu dem Recording packen, dass man sich da das nicht selbst zusammensuchen muss, sondern auch, wie ich, so ein bisschen Copy and Paste machen kann, wenn man es denn ausprobieren möchte. Der Zeit, der jetzt gerade läuft, ist eine Frage, wann der Init, ich vermute, dass es Init vielleicht, ich soll ja die Brille, meine Brille aufziehen, ausgeführt werden. Genau, der Init muss immer initial zu Beginn, wenn ich das Cluster baue, aufgerufen werden. Ich kann natürlich sagen, ich mache ein Init und später joine noch weitere Cluster-Knoten hinzu. Dann brauche ich das nicht, sondern nur initial, wenn ich das Cluster erstmalig aufbaue, weil an der Stelle dann gibt es noch nichts, dann gibt es noch keine Datenstrukturen. Das sind dann drei Pots, die nebeneinander herdümpeln. Das heißt, ein Init macht aus drei Knoten dann ein Cluster. Das heißt, das muss ich einmalig machen. Aber wie gesagt, wenn ich es nicht interaktiv machen will, wir haben auch beispielsweise hier jetzt einen Fall, ich müsste nochmal in das YAML gucken, wie wir es hier gelöst haben, wo wir einen Kubernetes-Job ausbringen, der das entsprechend umsetzt. Aber wenn da konkrete Fragen sind Richtung Production Deployment, mögliche Hindernisse, dann können wir das gerne nochmal im Nachgang vertiefen. So, wir haben ein Kubernetes-Cluster. Dann machen wir nichts anderes, wie ein YAML anzuwenden. Kubectl create-file und dann entsprechend auf unser Stateful-Set-Beispiel verweisen. Dann deployt er das fleißig für uns. Wir können nochmal eine Sekunde reinschauen. Nicht in das Init, sondern hier in das, was wir gerade ausgeführt haben. Sprich, hier ist die ganze Config drin für den Service mit sämtlichen Port-Angaben, Volume-Angaben. Also sprich, alles, was wir brauchen, ist letzten Endes, und die, die im Kubernetes-Umfeld sich heimisch fühlen, denen ist das ja für die jetzt nichts Neues hier drin, sondern genau, es wird jetzt einfach zeitlich den Rahmen sprengen, da alles im Detail
durchzugehen, aber das Beispiel ist auch in unserer Doku entsprechend verfügbar. Jetzt haben wir die Container deployed, beziehungsweise das YAML angewendet. Jetzt gucken wir mal, Pods sind da. Jetzt fehlt natürlich noch das Init, was wir eben gerade hatten. Wir gucken mal, die Persistent Volumes müssen auch da sein, genau. Die wurden auch Teil des Stateful Sets letzten Endes mit angelegt. Und jetzt haben wir ein zweites File, was das Init macht, wo wir dann den KindJob drin haben, der letzten Endes dann für uns jetzt im Prinzip auch, man sieht es hier, das Init macht mit dem Insecure-Parameter. Das führt jetzt dieser Kubernetes-Job für uns aus. Dann machen wir jetzt im Prinzip genau dasselbe. Wenden das YAML an. Und dann dauert es in der Regel ein paar Sekunden. Wir können ja mal getPods-watch machen. Und jetzt sieht man, dass der hier schon, das war relativ flott, ist schon completed. Das heißt, der muss jetzt nicht mehr laufen, der Init. Der Job ist jetzt durch. Und jetzt sind im Prinzip die drei Pods lauffähig, sind up and running. Jetzt können wir uns ja noch kurz angucken, den Service, der angelegt wurde. Und damit wir jetzt darauf zugreifen können auf dem lokalen System, müssen wir mal fix noch das Port Forwarding machen. Enablen das mal schnell. Und dann gehen wir nochmal zurück in die UI. Refreshen das. Und siehe da, unsere Konsole ist zurück. Und auch da, man sieht, vorher hatten wir Localhost, dann hatten wir Roach 1 und jetzt haben wir die entsprechend die neue Benennung sozusagen der Pods letzten Endes, beziehungsweise des Service. Das heißt, man sieht, es ist jetzt nicht eine Fake-Demo, sondern wirklich jeweils entsprechend deployed auf den unterschiedlichen Plattformen. Selbe Verhalten, die under-replicated ranges wurden erstmal hochrepliziert und jetzt ist das Cluster im Prinzip schon lauffähig. Wir könnten jetzt wieder einen Workload dagegen schmeißen, wir könnten eine Applikation connecten, etc., User, wenn wir es nicht minus minus insecure gestartet hätten, kreieren, Datenbank anlegen, in die SQL Shell, genau. Und damit war es das erstmal von meiner Seite. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Reserve, Luft für Q&A, für eure Fragen letzten Endes, falls es denn noch ein paar gibt. Ich mache mal den Chat auf, auch als, beziehungsweise als auch das Q&A-Panel. Lass die Seite jetzt einfach mal laufen. Das Minikube schmeiße ich dann gleich wieder weg und schau mal, ob wir noch Fragen reinbekommen. Ich sagte, da war eine Frage, LXC ist kein Problem. Wie gesagt, da stehe ich gerade auf dem Schlauch, was mit LXC gemeint ist. Wenn der User mir nochmal einen Hinweis geben möchte, vielleicht habe ich dann auch eine Antwort. Proxmox, LXC Container, das ist ein guter Punkt. Könnte ich so aus der Hüfte geschossen jetzt gar nicht beantworten, wenn das irgendwie wirklich relevant ist. Kann ich das mal in Erfahrung bringen? Ich schreibe es mal auf. Ich hatte jetzt persönlich noch keine Berührungspunkte, aber was nicht heißen soll, dass es nicht geht, beziehungsweise Kollegen das vielleicht nicht schon gemacht haben. Und dann schreibe ich mir noch die Kubernetes-Frage vom Anfang auf. Dass ich da im Nachgang nochmal auf die jeweiligen Personen zugehen kann, damit ich da auch die Fragen möglichst vollständig beantworte, externer Zugriff. Wir haben ja gerade gesehen, dass wir quasi im Prinzip den Service angelegt haben. Ich glaube, wir legen standardmäßig kein Ingress-Objekt an. Vielleicht, und das vielleicht beantwortet das auch ein bisschen die Frage in dem Kontext, egal ob wir jetzt über Binary, Docker, Kubernetes sprechen, sitzt in aller Regel zwischen der anfragenden Applikation und dem CockroachDB-Cluster ein Load Balancer. Weil aus Sicht der Applikation ist es völlig egal, ob die Applikation mit dem ersten, dem dritten, dem 17. oder dem 30. Knoten spricht, weil alle Knoten, wie gesagt, gleich sind. Der Knoten, den die Applikation dann connectet, ist der sogenannte Gateway-Knoten. Der
übernimmt dann das SQL Processing zu zerlegen, an die entsprechenden Knoten zu schicken, die Teile der Daten haben, den Insert weiterzuleiten. Je nachdem, was getan werden muss, es übernimmt immer der Gateway-Knoten. Und wenn die Applikation sich jetzt reconnectet und kommt auf einen ganz anderen Knoten raus, übernimmt der neue Knoten dieselbe Rolle des Gateways. Das heißt, Gateway ist immer der, den ich gerade anspreche. Und typischerweise haben wir eben ein Load Balancing zwischen den Binaries oder den Linux-Maschinen oder den Pods. Das ist aus Sicht der Applikation egal. Ich habe einen Eintrittspunkt, IP oder DNS-Name bevorzugt natürlich, den ich ansprechen kann. Und dann wird es entsprechend weitergeleitet. Eine Frage hätten wir noch, ob man über Web-UIs darauf zugreifen kann. Im Prinzip geht es mit allen gängigen Tools, die, wie jetzt beispielsweise die Beaver, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, oder sonstige Tools, die entsprechend Postgres supporten. Mit denen kann ich natürlich auch grafisch auf das System zugreifen. Mit DB Beaver gibt es auch eine Integration bzw. eine Aktion. Genau, aber ist möglich. Am Ende des Tages connecte ich mich gegen CockroachDB genauso, wie ich mich gegen eine Postgres connecten würde und habe damit dann natürlich die Möglichkeit, verschiedenste Tools, die mir einfach visuell so ein bisschen mich unterstützen, eine Shell bieten und so weiter, die kann ich dann genauso gegen eine CockroachDB benutzen. Bei SQL Management Studio, das war angeschlossen an die Frage, ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob SQL Management Studio jetzt dann ODBC oder was die verwenden für den Connect, das, da würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Genau. Dann gibt es keine Optimierungen, das Anfragen direkt. Im Prinzip ist die Frage, ob es nicht möglich ist, die Anfrage direkt an den passenden Knoten weiterzuleiten. Ich glaube, wenn wir heute ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten oder vielleicht planen wir einfach nochmal eine Deep Dive Session Richtung Distributed SQL, dann würde man so ein bisschen besser erkennen, wie die Daten letzten Endes verteilt sind im System und nie ein Knoten alle Daten hat. Das heißt, es spielen in einem, wenn ich einen Query mache und mir ein Select über, keine Ahnung, 50% der Tabelle beispielsweise mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Knoten da mitmachen, sehr hoch. Und was wir auch tun, dass bei uns das SQL Processing verteilt ist. Das heißt, es ist nicht ein Knoten, der dann die Anfrage weitergeleitet bekommt, sondern das SQL Processing ist hier zerlegt und an alle beteiligten Knoten geschickt, die die Daten haben. Jeder Knoten macht für sich das Select, macht das Filtering, je nachdem eben, was das Statement oder die Transaktion vom System möchte, dass es tut. Und dann schicken die Informationen zurück zum Gateway-Knoten und der sendet das Ergebnis quasi aggregiert an die anfragende Applikation. Das ist komplett transparent für die Applikation, aber so schaffen wir es eben, dass viele Knoten beim SQL Processing mithelfen können und darum macht es weniger Sinn, in unserem Kontext jetzt einen Knoten spezifisch rauszupicken, weil auch der wird nicht alle Daten, wahrscheinlich nicht alle Daten haben, die Applikation anfragt. Genau. Dann, ich schaue mal, ob da noch was reinkam an weiteren Fragen, weil wir haben jetzt auch so ziemlich dann die 2-Uhr-Marke geknackt. Da nochmal die Frage mit den DB-Clients. Wie gesagt, im Prinzip alles, was ein Postgres-Driver hat, beziehungsweise gewisse Postgres-Kompatibilität hat an Clients, kann man genauso gegen CockroachDB verwenden. Genau, dann würde ich sagen, unser erstes deutsches Cockroach Labs respektive Cockroach DB Webinar ist damit dann sozusagen am Ende. Hat mir Spaß gemacht, hat mich gefreut, dass so viele zugeschaut haben und so viele Fragen da waren letzten Endes. Ich denke, wir werden das fortführen, sprich mehr Deep Dive Sessions Richtung Deep Dive Distributed SQL. Wie sind die Daten verteilt? Welche Verfügbarkeitsszenarien kann man abbilden? Einfach mehr ins Detail gehen und mehr Fragen dazu beantworten zu können. Genau, und damit danke fürs Zuhören und würde mich freuen.